ja immer noch auf der Ostdeutschland-Tour, haben wir dieses schöne Gebilde entdeckt. Schaut euch mal die Architektur an. Das war eine Keramikfabrik. Hier wurden Fliesen hergestellt, Keramiken. So ganz haben wir da noch nicht durchgeblickt, aber das ist Stoff für den Vlog. Wir sind jetzt in einer der Hallen angekommen, in der hier diverse Stoffe nach unten transportiert wurden. Hier haben mal irgendwelche Anlagen gestanden, die wahrscheinlich Rohstoffe verarbeitet haben. Schaut euch mal diese riesen Halle an, diese Ausmaße. Hier sind Silos, jede Menge Plätze, um diverse Waren zu teilen und aufzubewahren. Und ich bin mal gespannt. Hier wird es auf jeden Fall noch spannend. Uiuiui. So, hier haben wir wieder normalen Boden. Wie gesagt, ne, schaut euch das an. Überall wurden hier Waren aufgeteilt, sortiert, das sind alles einzelne, ja, Plätze. Und auch so, von den Dimensionen, ist die Halle einfach riesig. Ich denke mal, das hier sind alles Stoffe, die genutzt wurden, um halt diese Keramiken herzustellen. Herrschaften, wenn ihr seht, dort hinten ist der nächste Kalender mit dem Jahr 99. Wir sind hier in einem Lager, vielleicht einer Abfüllstation. Lager sage ich deswegen und Abfüllstation, weil hier zwei Wagen sind und jede Menge Material. Des Weiteren haben wir hier so einen schönen Klemmbretttafel mit einem echt schönen alten Stehpult. Genau da drin befindet sich nämlich eins dieser Klemmbretter. Ich denke mal, dass damit hier so diverse Produktionsabläufe notiert wurden und hier Ware rausging, die vorher abgewogen wurde. Mittlerweile haben wir den Weg ins Labor gefunden. Und auch wenn es hier ein bisschen wüst aussieht, hier gibt es noch eine Menge an Material, die wahrscheinlich getestet wurde, und die dazugehörigen Karten. Ich denke mal, dass auf diesen Karten eingetragen wurde, was dieses Material zu bieten hatte. Festigkeit, Farbe, Genauigkeit, wer weiß. Außerdem stehen hier noch zwei weitere Brennöfen, eigentlich sogar drei, die allerdings jetzt ein wenig wüst, ne, vier, da oben ist ja auch noch einer, wüst daherstehen. Aber hier, und auch von diesen Prüfkarten liegen auf dem Boden noch genug Fliesen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Das ist irgendeine. Oh, die ist rutschig. Die ist ganz rutschig. Flüssigkeit. Und es geht in den nächsten Laborbereich. Und der sieht urig aus. Der sieht ja mal urig aus. Richtig, richtig krass.
Hier haben wir einen Raum, da wurde wohl irgendwas separat getestet. Und da gibt es einen An-Ausschalter. Keine Ahnung wofür, weil hier gibt es keine Abluft oder sonst was. Ja, und dann Labortische, ein Puppenbein. Natürlich wieder jede Menge Keramiken. Und die dazugehörigen Prüfverzeichnisse. Richtig cool. Die Pflanze hat es hier nicht überlebt. Auch im Schrank noch diverse Akten. Tja, das ist doch schon wieder mal ein schönes Fotomotiv. Da hinten ist auch noch ein Brennofen. Ja. Ansonsten bin einfach überrascht, auch wenn es hier so wild aussieht, aber du hast einfach immer wieder Dinge, die hier hinterlassen wurden. Wir sind jetzt in einem der oberen Stockwerke und haben hier eine riesige Absauganlage, weil hier stehen alle Farbmuster, die in dieser Fabrik genutzt wurden. Diese Farbmuster kommen in Pulvern an. Ihr seht es hier. Da ist ein Gelbton, da ein Blauton, da hinten wieder Rottöne. Die sind für die Produktion hier unten reingeworfen worden in die Silos, um die Produktion dementsprechend zu färben. Da diese Farben nicht ganz so gesundheitsfördernd sind, hat man hier eine riesige Abluftanlage eingebaut, die wirklich bis ganz nach hinten gereicht hat. Ihr seht es hier nochmal, die Farben sind natürlich nicht mehr in Pulverform, da die schon etliche Zeit hier stehen. Aber mit den Farben hat man alles zusammengemischt. Und wie man hier sieht, ist halt nicht gut für die Gesundheit. Ich denke mal, wenn das pulverisiert war, hat das dementsprechend Staub aufgewirbelt, der abgesaugt werden musste. So, wir stehen immer noch in der Färbungsabteilung. Und wie ihr seht, haben wir hier eine Musterwand mit, ja, verschiedenen Musterbeispielen von der Farbe, von der Textur, also von der Oberfläche, von glatt bis gewellt. Ne? Je nach Muster hat man hiernach gearbeitet. So, wir waren jetzt gerade dort oben und hier wurden die Farben dann runter, ja, geworfen. Hier steht eine Waage. Ich denke mal, dass da das Mischungsverhältnis nochmal abgeglichen wurde. Und so wurde halt hier in der ganzen Reihe die Farben für die verschiedenen Farbmustern nach unten befördert. Boriumcarbonat stehen überall noch so kleine Zettelchen drauf. Und ihr seht hier, ganz schönes Beispiel. Zum Mischen brauchst du einen Rührer. Und der ist hier etwas wesentlich größer. Quarz, was ist das? Quartin, Kreuzanit. Viele Namen, die ich gar nicht kenne. Wir sind jetzt in einer der riesigen Hallen. Schaut euch diese Ausmaße an. Hier gab es mal ein Häuschen, wo ja der Betriebsleiter vielleicht drin saß. Da steht ein Regal mit Produktionsmaterial. Und ab hier steht einfach nur Neuware. Überall Neuware. Soweit das Auge reicht. Wahnsinn.
Also eigentlich sind das noch Sachen, die man mit Sicherheit hätte verkaufen können, auch in der Insolvenz. Aber guck mal, auch da in der Mitte noch eine Palette. Das war alles Neuware. Ich muss allerdings auch gestehen, ich habe so Steine in der Art noch nie gesehen. Das müssen extra Steine sein, mit denen man, da hat man ein Muster gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass damit irgendwas Besonderes gemacht wurde. Und ne, ihr, ach du Scheiße, leck mich am Arsch. Das ist doch nicht normal, Freunde. Auch da hinten. Paletten über Paletten. Und ich glaube, jawohl, wir haben den Brennofen gefunden. Ich muss die große Taschenlampe rausholen. Jawohl, Freunde. Guckt mal, wie riesig dieses Ding ist. Das ist der Brennofen. Ihr seht hier die Schienen. Da wurde das Zeug drauf gefahren und einmal hier durch diesen wunderschönen, riesigen alten Ofen durchgezogen. Wahnsinn. Von dort hinten sind wir gerade eben gekommen und wir haben da hinten nicht nur den einen, sondern zwei, drei, vier, fünf von diesen riesigen Brennöfen. Und ich zeige es euch hier zwischen. Ihr seht, wie lang diese Strecke ist. Das sind mindestens 100 Meter. Brennöfen über eine Distanz von einem Fußballfeld. Und auch hier wieder Neuware. Immer noch auf diesen kleinen Loren. Auch dort. Hier ist einfach so viel Neuware hinterlassen. Verpackt auf den Loren, direkt transportfertig in dieser riesigen Halle. Wahnsinn. Hör mal, ich kriege das immer noch nicht gebacken. Wir sind jetzt hier auf dem Außengelände und auch hier steht Neuware, Vorführware. Aber, Herrschaften, guckt euch das an. Leck mich in der Tasche. Hier steht ein Hochregallager und ihr seht selber, auch das ist teilweise noch gefüllt mit Nummern. Die Nummern werden von 50 immer größer. Guckt euch, wie weit und wie groß das nach hinten durchgeht. Das ist doch nicht normal. Hier liegen aber Tausende an Fliesen, Keramiken. Immer noch verpackt, immer noch darauf wartend, dass vielleicht irgendwann mal ein Käufer kommen würde. Hier, guckt es euch an. Wo du hinguckst. Fliesen. Fliesen. Steine. Und das Ganze auch 6 oder 7 Meter hoch. Ich krieg die Welt nicht gebacken. Das sieht im Moment aus, als wenn du nach Hornbach fährst und in Gang 59.1 irgendwie deine Ware abholen musst. Wir hätten gar nicht mehr gedacht, dass die Firma so groß ist, aber selbst da hinten stehen noch Paletten. Alter Schwede. Wir stehen immer noch in dieser riesigen Halle und ich will euch nur mal einen Rundumblick geben, wie riesig das ist. Und auch jetzt haben wir gedacht, wir sind am Ende angekommen, aber das sieht so aus, als wenn das alles da hinten noch dazugehört. Mega. Und wir haben gar nicht so viel Zeit, um alles hier durchzugehen.
Das war eigentlich ein Spot, wo ich gedacht habe, komm, auf dem Nachhauseweg vom Osten. Den Chef Büro macht. Nun, jetzt sagt der Joschi gerade, stimmt. Hier steht Büromaterial, auch schon fertig gemacht. Wahrscheinlich damals für einen Transport. Ja, da Vorführtreppen oder irgendwie sowas. Wahnsinn. Und dahinter wieder Steine, Fliesen, Keramiken. Hier gab es mal einen Holzcontainer mit Druckern oder so. Schreibmaschine, guckt es euch an, das ist doch nicht normal. Ja, auch da hinten noch eine Schreibmaschine. Der Joschi guckt gerade mal auf den Frachtbrief. Guck mal, sowas wird hier einfach liegen gelassen. Wahnsinn. Wir sind jetzt wieder in einer anderen Abteilung, Freunde. Und auch hier sind die Regale einfach gefüllt. Und kennt ihr diesen Namen? Diese Firma hat für Villeroy und Boch hergestellt. Wahnsinn. Guckt es euch an, es hört einfach nicht auf. Überall Neuware. Verpackungsmaterial. Und es geht weiter. Es geht einfach nur weiter. So, Herrschaften, guckt euch mal das an hier. So, wir haben hier noch weitere Brennkammern gefunden. Überall, wo hier so eine Türe ist, gibt es genau auf der Seite weitere Brennräume. Architektonisch natürlich auch, ne, mit dem Bogen richtig geil, richtig toll. Und das gibt es auch von da hinten bis einmal ganz da hinten, wo das kleine Lichtlein ist. Wahnsinn, ich finde sowas mega schön. Auch hier kann man einmal ganz reingucken. Ich mache mal die große Taschenlampe an. So, ja. Das waren halt auch, ne, ihr seht es da rechts und links und da hinten noch ein bisschen. Ja, Ruß. Wahnsinn. Einfach nur schön. Und überall Türe, Brennraum. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte man eventuell. Ne, kann man nicht. Aber dieses Ding geht weiter. Das ist doch nicht normal. Da ist ein Treppenhaus. Mit angrenzender Wahrscheinlichkeit. Oh, hier brauche ich die Taschenlampe doch wieder. Ja, habe ich mir doch gedacht. Geht es hier nämlich weiter? Ja. Da drin, seht ihr das, stehen nämlich Gestelle, wo dann Ware drauf war. Ja, daran sieht alles verrußt aus. Richtig geil. So. Ein wenig aufpassen. Wir gehen jetzt mal in einen dieser Brennkammern rein. Und hier doppeltes Licht groß machen. Alter, ist das krass. Wahnsinn. Auch hier. Hier vorne hört es dann auf, aber ich will jetzt nicht über diese Schrott, ja, über diesen Schrott da. Da hinten links geht es weiter. Ist das krass. Mega. Einmal von drinnen der Blick nach draußen. Ganz vorsichtig hier. Die Steine wackeln. Mega.
So, und hier war dieses Lager. Auch wunderschön im Verfall. Wieder schöne alte Holztüren. Und dann hört der Brennkasten, Brennraum, dieser Ofen hier auf. Geht wieder hinten um die Ecke. Dort. Und hat eine Größe von, ja, 2 Ebenen, mindestens 1000 Quadratmeter. Wir haben jetzt hier noch eine Apparatur gefunden, die eine Schnecke beinhaltet. Und dann muss ja rein theoretisch Ware hier rausgegangen sein, auf das nächste, um hier weiterverarbeitet zu werden. Hier hat mal was gestanden, ist aber nicht mehr vorhanden und würde da nach draußen gehen. Keine Ahnung was. Vielleicht Rohmaterial. Schnecke presst etwas, mischt etwas zusammen und es kommt irgendeine tonartige Masse raus, die vielleicht dann hier produziert wurde, um drüben in den Ofen zu schieben. So, Freunde, wir wollten jetzt noch hier in dieses Gebäude. Dieses Gebäude ist aber relativ dicht, komischerweise. Darum gibt es nochmal einen Rundumschwenk. Die schönen Silos, die schöne Architektur. Und dann war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like. Kostet nichts, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und wenn ihr wieder Lust habt, schaltet beim nächsten Mal ein. Euer Urbex Ghost.